Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir unseren Auftrag abgeschlossen, haben den Dave gefunden, den Jäger. Und jetzt müssen wir mal seinen Job übernehmen, weil er angeschlagen ist von einem Doppelhorn. Jetzt will ich mich hier mal anschleichen. Ich muss echt aufpassen, weil es soll ein mutiertes Biest sein. Oh mein Gott, das sehe ich es. Wow! Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay. Dann Alter! Okay, Gefährtenkommandos. Es gibt deinen Freunden im Kampfkommandos, um die Chance auf großartige Kombos zu erhalten. Alles klar. Und sag mal! Das gefällt dir, gell? Danke ja. Für den Tipp. Guck mal, den kriegst du auch noch. Ah, verdammt, ich wollte gerade blocken. Lieben gern. Hier kriegst du ein Überraschungskombo. Und ja, Mann, hier kriegst du noch mehr. Keine Komm, ich brauch dich! Geilo! Oh, und dann kriegst du noch den! Okay. Ja, ich kapiere noch nicht ganz, was ich tue. Aber das, was ich tue, scheint Erfolg zu haben. Wohl etwas übernommen. Ach, Schmarrn! Wir haben uns nicht übernommen. Oh, Alter, macht der Schaden. Aua! Das hat es wehgetan. Ich brauche die nochmal, Ignis. Mit der Kombo hier, Mann. Ja, so gefällt mir das. Und Überraschungskombo hier. War einfach perfekt. Kann Geilo. Zustimmen. Dein Telefon. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Oh. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Mach ich, Süße. Alter. Haben wir den ersten Boss hier? Anscheinend. Kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito. Der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu oh. Mir. Ich sehe jetzt gerade meine LP erholen sich. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Ja, kein Wunder bei deinen Muskeln. Okay, ich kann mit L hier markieren, Durchschuss und so kann ich hier voll Combo machen. Das ist geil! Jetzt kapiere ich das langsam. Was mir so gefällt, ist dieser Sprint, dieser Sturmangriff, dieser Beamangriff. Weil damit kann ich so geil hinter den Gegner kommen bei so einem großen, kann einen Überraschungsangriff machen. Oh, da liegt ein Item. Was haben wir da? Oh, verrostete Münze. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich irgendwas Nennenswertes von dem bekommen? Scheint nicht der Fall zu sein. Scheint doch nicht der Fall zu sein. Ist ja kein Problem. Kann ich doch... Ah, schade. Wie er mich halt so anstellt. So. So. Was mir nicht so... Oh, da hinten liegt, glaube ich, ein Item... Was mir gerade nicht so gut gefällt, ist, wenn ich laufe, dass die Kamera sich nicht so wirklich mitdreht. Wenigstens nicht so, wie ich es will, aber... Ja. Das ist... Ja. Das sind Peanuts. Zum Meckern. So, und ich verstehe immer noch nicht, wie ich das im letzten Part hingekriegt habe, dass meine Ausdauer auf einmal wieder ganz voll war.
Saufen wir einfach mal. Es ist Mitternacht. Saufen wir einfach mal schnell heim. Kehre über das Kartenmenü zur letzten Unterkunft zurück. Deine Karte ist in Ortschaft und andere Positionen von Interesse eingezeichnet. Sobald ich bei einem Informanten im Restaurant erkundigst, wenn alle automatischen Karte hingehen. Okay. Zur letzten Unterkunft. Und was ist meine letzte Unterkunft? Was ist meine letzte Unterkunft? Wenn ich das jetzt wüsste. Was ist das hier? Fundstelle. Ich mach das mal als Ziel. Fundstelle. Will ich jetzt mal kurz hin. 300 Meter, das ist jetzt nicht allzu weit. Ja, die könnten währenddessen perfekt Pokémon Go spielen. Ha! Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas ja. Hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Auch wieder wahr. Okay. Lagerstelle. Ich will noch sehen. Was ist das? Oh, was ist denn das? Absorbieren. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarmagie sammeln. Es gibt drei Arten. Feuer, Eis und Blitz. Findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarmagie mehr aufnehmen. Okay. Jetzt leg ich los. Wo? Dich bloß nicht. Wo? Wo? Kamera. Tu was. Das wo ist er? Könnte heikel werden. Kannst kaum erwarten. Ja, aber wo denn? Hä? Ja, wo denn? Ach da. Boah, schon wieder so ein Doppelhorn. Und hinterrücks angreifen. Geile Kombo. Yo, Mann, Bro. Dann kriegst du den noch hier. Warp-Angriff und Überraschungsangriff. Geilo. Okay. Machen wir einen Sturm drauf. Erstaunt finde ich schlecht, ne? Jetzt ausweichen und dann hinterrücks angreifen. Ah, scheiße. Lass sie mal an, Mann. Und du machst was. Hier, Mann. Geht's noch? Sauber, Gladio. Geil. Und dann kriegst du noch den hier. Kommt schon, Freunde. Boah, das war... Und dann parieren, Mann. Ja. Autsch, das hat weh getan. Ist okay. Oh, das ist ein Doppelpunkt. Ich komm klar. Okay. Ja, das hast du gedacht, gell? Jetzt kommt, klatsch sie voll. Oh, schnell weg da. Okay. Ignis, los! Ignis, mach was! Geilo! Das bleib ich mal. Das ist es. Was oh. Denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ein Doppelhornsteak. Okay. Tja, dann habe ich einfach mal so ein Doppelhorn gekillt. Ja, ich muss noch genau rausfinden, was es jetzt genau mit diesen Combo-Angriffen auf sich hat. Mit L. Das kapiere ich noch nicht so ganz. Ja, ich kann damit geile Kombos machen. Aber... So richtig raus habe ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber gut, es ist auch erst der dritte Part hier. Okay, hier soll es seltenes Item geben. Wow!
Alter, ein Mega-Phönix! Heftiger Scheiß! So, und ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder und holen uns mal unser Auto wieder. Wie ist denn das jetzt mit der Stufe, ja? Wie sehe ich denn da, wie viel die noch brauchen? Ach, da steht's! Benötigt... Ernsthaft jetzt? Wir brauchen alle gleich viele Erfahrungspunkte? Okay, das ist cool. Wir brauchen alle gleich viele Erfahrungspunkte. Wir brauchen noch 99 Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel das Doppelhorn mir gebracht hat an Erfahrungspunkten. Ich glaube, ich bin in der Sackgasse. Oh! Gut, dass ich hier... Was haben wir denn hier? Hey, aufheben! Du sollst es aufgeben! Eine tolle Farbe abgeben. Rotsteinsplitter. Und nochmal, okay. Und ein Schwarzsteinsplitter. Wow, wo? Wow, solche Viecher habe ich ja noch nie gesehen. Ich ja von ihnen fern, hörst du? Oder leg sie und lass sie dir schmecken. Wo? Hä? Die Jagdsaison ist eröffnet. Ach da! Hier, friss den! Und parieren, Mann! Geilo! Deine Zeit ist rum! Geil! Das schaffen wir doch locker. Denkst du, ja? Krieg mal den hier noch zu fressen! Oh yeah, mit Warp-Angriff hier! Oh. MP passt noch? Und aus der Luft, Mann! Alle fit? Und wie? Geil. Weiter geht's. Okay. Was? Nachts ist das Reisen gefährlich. Wenn dein Ziel weit entfernt ist, solltest du lieber eine Unterkunft suchen und bis zum Morgen warten. R3 zur letzten Unterkunft. Okay. Was war das jetzt? Da war irgendein Zeichen. Da. Ach, da kann ich in Deckung gehen. Ah, okay. Alter, ist das heftig gemacht. Nachts ist es echt gefährlich. Genau deswegen sehe ich die Gegner ja so spät. Weil es ja spät in der Nacht ist und es ja so scheiße dunkel ist. So, hier soll ich auf jeden Fall mal... Ach halt, das war ja... Das kann ich gleich mal hier wieder negieren, Karte. Ziel wegtun. So. Tja. Ich würde mal sagen, wir haben keine andere Wahl, als so hinzugehen. Ich kann nicht zur letzten Unterkunft zurück. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Hauptsache, ich verirre mich gerade. Volle Lotte. So. Muss mal schauen, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Wo zum Geier bin ich hier eigentlich? Die Musik ist gerade auch so schön düster. Lass schön. Das, Mann! Trotz Autospeichern wird manuelles Speichern empfohlen. Ja, das ist klar. Je nachdem, wo man gerade ist. 4 Uhr morgens schon. Muss mal schauen, dass ich hier irgendwie... hier wieder rauskomme. Danke.
Muss ich dann auch noch schauen, was es damit auf sich hat. Mit dieser Magie. Mir fallen die Augen zu. Ist ja auch schon ziemlich spät. Okay, ja, wenn die das sagen, ich würde gerne mal campen oder sowas, aber irgendwie... Ich weiß nicht wie. Also ich vermute es mal, dass man campen kann, weil das heißt ja beim Campen irgendwie so, dann kann der kochen und so, voll krass. So, wie sieht's denn eigentlich von den... Benötigt immer noch 99, hä? Ja, aber ich habe doch die einen Gegner da besiegt, die haben mir Erfahrungspunkte gebracht. Kapier ich nicht. So, und jetzt ist schon wieder 4 Uhr morgens. Alter, Sonnenaufgang 4 Uhr morgens, okay. Ganz schön hell dafür, dass es 4 Uhr ist. Mein Magen knurrt. Ist ja auch schon ziemlich spät. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Was? Oh Gott! Was ist das? Alter, der war ja riesig! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Der will jetzt aber nicht kuscheln. Okay. Ui. Gehen wir mal zur letzten Unterkunft zurück. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Oh, da gibt es natürlich einen Ladevorgang. Das ist das, was man bis jetzt über das Spiel sagen kann. Langer Ladevorgang ist lang. Das war aber human noch. Nacht, schau mal hier! Was gibt's? Was denn? Takas Boxenstopp. Das schärfste Jambal, ja, in der ganz Lucy. Wenn wir mal wieder Feuer am Tank brauchen. Sieht scharf aus, oder? Sieht das lecker aus. Okay, habe ich Geld? Ja, habe ich. Ich kann es mir leisten, kommt's. Jungs, ich lade euch ein. Esst ihr auch ordentlich? Falls ihr Fragen habt, schießt los. Pickt euch was raus. So, bestellen, Mann. Momentchen bitte. Guten Appetit. Heidewitzke, schaut das geil aus. Okay. LP-Boost Stufe 4, LP-Maximum plus 200. Ja, ist es jetzt dauerhaft meine LP um 200 erhöht, oder was? Alter, das wäre ja übel. Erhöht es jetzt dauerhaft? Krasser Scheiß. Ob der Flitzer da drüben aus Insomnia kommt? Hä? Okay, aber die Zeichen da unten sagen mir eher, dass das Buffs sind. Das ist nichts Dauerhaftes, das sind Buffs. Okay. Haben wir trotzdem mal was gegessen. Muss auch mal sein. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gib gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Warum soll ich das andere entscheiden lassen? Ablehnen? Ja, komm, mach mal. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Nockt. Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist... Willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren?
Tja, da ich eigentlich ein schlechter Fahrer bin, aber würde ich eigentlich mal sagen, nein, aber ich fahre mal gerne. Ich probier's mal. Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Okay. So. Warum lädt mein Menü nicht? Hallo Menü. Ich finde es schön, dass du so gut lädst gerade. Alter, was hat das? Was ist jetzt los? Warum? Jetzt hat. So, benötigt immer noch 99. Ich kapiere das nicht. Was bedeutet... Hä? Ich kapiere das nicht. EP 821 benötigt 99. Hä? Ja, man kriegt dann Level Up? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Gute Frage. Fülle Mentalenergie, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Da habe ich doch, glaube ich, vorher was gefunden. Oder bekommen. Die so erstellten Zauber kannst du im Ausrüstungsmenü anlegen und dann im Kampf einsetzen. Arcanis Weben. Kannst unterschiedliche Elementarenergien auch zu Zaubern mischen. Okay. Pass die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten und besondere Zusatzeffekte zu erzielen, beispielsweise das Ziel zu vergiften. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich kann meine Zauber untereinander kombinieren und Katalysatoren hinzufügen, dass ich zum Beispiel einen Feuerzauber habe, der dann nicht nur Feuerschaden macht, sondern meinen Gegner auch vergiftet. Das ist cool. Diesen Flakon ist bereits Magie. Um einen neuen Zauber darin abzufüllen, musst du ihn erst entleeren. Will ich aber nicht wegwerfen. Ah. Okay. Und sehe ich jetzt... Ars Unai. Okay. Wenn ich die jetzt alle auf einmal so klatsch... Was ich jetzt mal machen will, ich will's mal was ausprobieren. So, und zwar nehme ich jetzt einfach mal von allen 5. Genau, dann steht Ars Unai. Machen wir von allen 10. Genau. Ich nehme es immer von allen 5. Und jetzt? Synthese. Okay. Ars Unai, 1. Wirkt Feuer... Also es ist ein Dreifachzauber einfach. Ausrüsten. Ach, das kann ich jetzt auf meine Waffe tun. Ach so. Ach so. Jetzt kapiere ich. Das bedeutet,
Genau. Ah, ich kann wählen. Ich habe meine 4 Slots. Und ob ich da jetzt eine Waffe oder Magie ausrüste, das ist mir überlassen. Je nachdem, wie ich halt spielen will. Okay, haben wir schon wieder was dazugelernt. Was mich halt immer noch stört, ist das mit benötigt 99. Automatisches Fahren oder manuellen? Machen wir mal automatisches Fahren. Dann fahr mich doch mal zum Aufgabenziel. Und zwar... dahin. Ziel ohne Wiederkehr. Neuer Tag, neues Glück. Ich weiß, ich soll eigentlich Stufe 2 sein, aber ich will den jetzt wegklatschen. Ja. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Ich bin jetzt einmal im Kreis gefahren. Was soll das heißen? Überraschend. Jetzt bin ich einmal im Kreis gefahren. Gehen wir ins Restaurant. Ja, okay. Okay. Naja, ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Gute 229 Meter. Komm mit, Nord. Da gibt es da einen, den ich wegklatschen kann. Ich würde mal sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Final Fantasy 15 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.